will ein älterer Herr einsteigen. Ich halte immer irgendwie vor der Haltestelle. Na, ist so eine Angewohnheit jetzt mit dem Schildwagen. Und das ist dann das Tee, was du bekommst. Ist auch komisch. Man sagt Tee, der Tee, aber der Buchstabe T heißt das Tee. Ist auch so ein bisschen, naja, kann verwirrend sein, wenn man an sich vorbeiredet. So, und hier geht's jetzt, glaube ich, rechts rein, wie es aussieht. Ja. Und da kommt doch einer, da kommt noch einer. Aber jetzt fahren wir einfach mal auf gut Glück. Ja, ganz ruhig. So, jetzt halte ich mal hinter der Haltestelle so ein bisschen. Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Ja. Geschafft. Aussteigen will auch niemand. Also weiter. Sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Das ist mir aber egal. Was beschwert er sich, wenn ich schalte? Ist das normal? Okay, hier ist jetzt auch so ein bisschen eng, aber das geht noch. Komm. Und die Ampel kriege ich jetzt auch noch. Oder ist die Haltestelle? Ich dachte, die wäre hinter der Ampel. Okay, das war jetzt überraschend. Aber der Bus, der bremst ja relativ schnell, dann geht das noch. Weiter geht's. Mach ja. Jetzt werd doch bitte grün, du Ampel. Dass man immer betteln muss. Das geht doch nicht. In Omsi müsste es auch diese Funktion geben, dass man dann die neueren Busse oder jetzt eigentlich schon fast alle Busse, die können da dann so einen Kontakt an die Ampeln immer schalten. Sobald die Busse sich in der Nähe befinden, sendet der Bus dann irgendwie so ein Signal an die Ampel und die Ampel weiß dann, ah, da kommt ein Bus, okay, dann lassen wir das mal länger grün oder schalten die Ampel dann grün. Das finde ich ganz gut. Das muss das um sie auch geben. Das gibt es ja so ähnlich mit der Straßenbahnampel, aber die ist ja auch. Die kannst du ja auch nicht überall benutzen. Das wäre auf jeden Fall super. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja auch schon irgendwie als Mod oder so. Ich weiß das nicht, aber ich denke mal nicht. So. Na, erster Gang natürlich wieder rein und nicht im vierten hier anfahren. Und natürlich Kupplung treten. Schlüsselwiese. Mal eben gucken, wie lang das noch ist. Wo ist es denn? Na, Hälfte haben wir ungefähr. Aber solo weit ist das jetzt nicht mehr. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Okay, Paulusplatz. Und schon wieder vor der Haltestelle gehalten. Will hier überhaupt noch jemand aussteigen? Wie es aussieht, nicht, oder?
Will keiner aussteigen, dann fahren wir weiter. Ah, jetzt will aber jemand aussteigen, okay. Okay, und die Ampel, die könnte jetzt auch mal wieder grün werden. Komm. Blockieren wir mal die Autos hinter uns. Na, ist gar kein Schade. Aber so müssen wir zumindest nicht wieder anhalten. Okay, und jetzt müssen wir weiter geradeaus. Okay. Das war nämlich auch mal, als ich hier die Linie 301 gefahren bin, da bin ich, habe ich nicht auf die Linie irgendwie geachtet und bin dann hier rechts abgebogen und dann habe ich mich auch verfahren irgendwie. Naja, kann ja mal passieren. Okay, Türen wieder zu. Die Ampel nehme ich jetzt bei grün. So ist es. Geht das eigentlich jetzt, wenn ich ohne Kupplung dreht? Hier jetzt in 4 reinmache? Nee, geht nicht. Also ich muss die Kupplung auf jeden Fall treten. Gut, das ist schon mal realistisch. Okay, und in der nächsten Haltestelle will auch wieder jemand raus. Also das Bremsverhalten von diesem Bus finde ich doch etwas komisch irgendwie. Wenn ihr bremst, sobald man ein bisschen in die Bremse tritt, bremst er irgendwie schon so hart. Naja, okay. Lassen wir den eben da noch raus, der da raus will, oder die. So. War auch nur eine, die, glaube ich. Erster Gang natürlich rein. Und die Ampel ist auch wieder grün. Ich hoffe, von da kommt keiner. Dürfte eigentlich nicht. Keiner. Also, dann fahren wir einfach. Wenn noch keiner kommt, dann fahren wir. Und das geradeaus ist nicht sehr schön gemacht, dass man da die Bäume sieht, wie die Autos da aus den Bäumen oder in die Bäume reinfahren. Das hätte man anders lösen können oder müssen. Ist jetzt meine Meinung. Okay, und wir grün. Und die fahren jetzt auch, war klar. Wir sind 1,3 Minuten zu früh und die halten, okay. Achso, jetzt fährt er doch. Ja, ist klar. Erst hält er und dann, sobald ich mich in Bewegung sitze, fährt er natürlich auch. Der sieht mich nicht. Sehr logisch. Da fahre ich jetzt einfach mal weiter. Das ist so echt. Herrlich ist das. Diese KI von Omsi. Ja, ich ja immer so, müsst ihr wissen. Davon kriegt man ja Träume. Okay, dann lassen wir die alle mal raus. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke müsste dann das K hier sein. Und 70 Cent kriegt sie wieder. Okay. Na doch, sind doch noch ein paar drin geblieben. Okay, dann ist ja gut. Und ich habe den Wagen wieder abgewürgt. Okay, Motor an. Und Haltestellenbremse natürlich lösen. Ist ja klar, sonst funktioniert ja nichts.
Muss ich hier jetzt abbiegen? Ja. Weil geradeaus war auch noch eine Haltestelle. War wahrscheinlich für den Rückweg. Ach ja, jetzt weiß ich, das ist ja so eine Schlaufe, die wir hier jetzt fahren. Da müssen wir gleich links abbiegen und dann war es das für die Folge. Aber erstmal hier halten. Okay. Türe zu. Na, erster Gang natürlich wieder rein. Kann man schnell vergessen irgendwie. Zumal ich fahre ja sonst eigentlich nur Automatikbusse. Deswegen vergesse ich das ab und zu mal. Was mir hoffentlich nicht bei meiner Fahrprüfung passiert. Schon nicht. Und wie gesagt, sind ja auch noch ein paar Jährchen Zeit. Luftschiffplatz, da will noch jemand einsteigen, okay. Natürlich darfst du dann mitfahren. Wie viele Haltestellen sind noch? Ah, die vorletzte, okay. Dass da noch jemand einsteigen will, ist auch ein bisschen komisch, aber naja. Ist ja nicht unser Problem. So, jetzt fahr, komm. Und werd grün, du Ampel. Komm, werde grün. Werde grün. Dann eben nicht. Oh, ist grün. Komm, ich fahre jetzt einfach. Ja, war klar. Schon wieder dieses Auto. Vorhin war das doch auch dieses Modell. Das ist... Ich hoffe, der Rückwärtsgang geht jetzt, weil... Ja. Letzten Folge ging der ja nicht. So. Er will nicht funktionieren. Dann gucke ich eben nochmal in den Optionen. Eingabegeräte. So, Triggerliste wird geladen. Okay, Buttons. Warum? Achso, ich muss ja erstmal hier das... Lenkrad auswählen. So, jetzt geht's noch. Button 15, Automatik. Ach so, Automatik Rückwärtsgang habe ich. Ist natürlich dann der Schaltwagen Rückwärtsgang. Wo ist der? Hier, Schaltwagen Rückwärtsgang. Okay. Jetzt müsste es gehen, Freunde. Ja. So ist es. Dann bringen wir uns mal wieder, ja, an dem Auto vorbei. So. Okay, und dann war's das. Hier warten auch schon wieder welche, die mit zurückfahren wollen. War das dann vielleicht in der nächsten Folge? Mal gucken. Ja, erstmal bremsen. Okay, alles. Okay, dann ist ja gut. So, sie steigen aus. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, wann es weitergeht. Wie gesagt, ich produziere jetzt immer noch so ein bisschen vor, damit ich nicht so viel Stress habe. Und ich bin ja jetzt auch noch in England bald. Oder beziehungsweise ich fahre jetzt
Morgen oder so? Ja, morgen. Ja, danke fürs Zuschauen. Es geht dann irgendwann wieder weiter mit Omsi. Bis dahin. Tschüss.